Es gibt jetzt uns, das beschäftigt sich zumindest vordergründig mit meiner Profession. Ich bin ja Lehrer, musste Kinder ärgern. Es heißt die Ballade vom Lernen. Und es ist durchaus kritisch und nachdenklich, stimmt nachdenklich, aber es kritisiert, glaube ich, nur vordergründig auch vielleicht das Schulsystem. Im Grunde genommen geht es viel weiter. In der Schule kann vor allen Dingen ich, dort wo ich arbeite, sowieso ganz, ganz, ganz viel machen. Und das passt schon. Aber es geht hier um ein anderes Lernen. Das längste Lied, das heute zum Vortrag kommt. Unsere Kinder lernen, wie man richtig schreibt. Es sind einige Kollegen von mir da, ja, die Zeile stimmt nicht ganz, ich weiß es. Ist mir jetzt im Moment gerade so, käme jetzt etwas im Kopf. Nein, diese, ich weiß gar nicht, wo sitzen die Damen da. Oh, Mensch, jetzt Kinder. Also diese erste, sie sollten lernen, wie man richtig schreibt. Das war aber ganz wohl 7 zu früh. Also. Unsere Kinder lernen, wie man richtig schreibt. Wie man ein substantiviertes Verb erkennt, dass das scharfe S am Wortschluss unterbleibt. Wie man Kommas setzt und wie man richtig trennt. Unsere Jugend lernt, was Cäsar einst gedacht. Wie man Zahlen wurzelt, wie man potenziert. Wie man Strom in unseren Kernkraftwerken macht, wie man Links für eine Website generiert. Doch wer lernt ihnen das Lesen, zwischen Zeilen das Verstehen, und wer lehrt sie die Geschichte ihres Daseins und Vergehen, und wer lernt ihnen das Rechnen mit den Dingen, die geschehen. Und wer lehrt sie denn das Lernen? Und wer lehrt ihnen das Lernen, um als Mensch hier zu bestehen? Und wer lehrt sie, dass sie lernen, um die Wahrheit selbst zu sehen? Unsere Kinder lernen, wie der Kuckuck lebt, wo das Eichhörnchen die Nüsse sich versteckt. Sonnenblume nach der Sonne strebt, dass Kolumbus einst Amerika entdeckt. Unsere Jugend lernt vom 30-jährigen Krieg, lernt die Namen von so manchem Molekül, von Napoleon und seinem letzten Sieg und vom Frühling ein Gedicht voller Gefühl. Doch wer lernt ihnen das Lesen, zwischen Zeilen das Verstehen, und wer lehrt sie die Geschichte ihres Daseins und Vergehen, und wer lernt ihnen das Rechnen mit den Dingen, die geschehen, und wer lehrt sie denn das Lernen, und wer lernt ihnen das Lernen, als Mensch hier zu bestehen, und wer lehrt sie, dass sie lernen, um die Wahrheit selbst zu sehen. Unsere Kinder lernen, uns zu respektieren, lernen Höflichkeit und wie man sich benimmt, dass im Winter wilde Tiere nicht erfrieren und das Christkind ihnen die Geschenke bringt. Doch wer lernt ihnen das Lesen, zwischen Zeilen das Verstehen, und wer lehrt sie die Geschichte ihres Daseins und Vergehen, und wer lernt ihnen das Rechnen mit den Dingen, die geschehen, und wer lehrt sie denn das Lernen, und wer lernt ihnen das Lernen, um als Mensch hier zu bestehen, und wer lehrt sie
sie, dass sie lernen, um die Wahrheit selbst zu sehen. Und er lehrt den Kleinen, dass wir ihre Zukunft gerade stehen, dass die Stoffe, die wir heute verschwenden, ihnen morgen fehlen, dass die Fernsehwelt mit allen ihren Stars und all dem Kult sie nur dümmer macht und angepasst. Sie werden eingelullt, werden abgelenkt vom Dasein, von der wirklich wahren Welt und von dem, was menschlich wichtig. Ja, wer sagt ihnen, was richtig, was gefährlich ist und nichtig und was wirklich für sie zählt? Unsere Jugend lernt von Goethes Sturm und Drang. Immer Nomen je nach Kasus dekliniert. Lernt den Farbkreis, lernt vom Licht und auch vom Klang. Wie man werben je nach Modus konzipiert. Doch wer lernt ihnen das Lesen, zwischen Zeilen das Verstehen? Und er lehrt sie die Geschichte ihres Daseins und Vergehen? Und wer lernt ihnen das Rechnen mit den Dingen, die geschehen? Und wer lehrt sie denn das Lernen? Und wer lernt ihnen das Lernen, um als Mensch hier zu bestehen? Und wer lehrt sie, dass sie lernen, um die Wahrheit selbst zu sehen? Und wer lehrt den Jungen, dass wir ihre Zukunft gerade verbauen, dass wir mehr auf unsere Aktienkurse als auf anderes schauen, dass der Börsenindex mehr als jede andere Nachricht zählt, dass wir plündern und global verseuchen ihre eigene Welt zum Verbrauchen multimedial dressiert und überwacht? Seid ihr da zum Konsumieren, um als Stimmvieh zu parieren, um als Fußvolk zu marschieren, ohne Mittel, ohne Macht? Wer lehrt sie, dass sie lernen, um die Wahrheit selbst zu sehen?